Wer in diesem Sommer garantiert längerfristig Badefreuden genießen will, muss Richtung Mittelmeerraum verreisen. Wie hier an der Adriaküste bei Ravenna herrscht dort oft ungestörtes Strandwetter. Meist liegen die Temperaturen dabei oberhalb der 30-Grad-Marke. Aber auch in Deutschland wird es ab Mittwoch immer sommerlicher. In der Temperaturprognose sieht man wieder deutlich mehr Rottöne als zuletzt. Vor allem in der Osthälfte sind wahrscheinlich bis über das Wochenende hinaus Höchstwerte von 27 bis knapp über 30 Grad drin. Etwas weniger warm bleibt es im Westen, aber auch dort werden sich wie hier in Köln bei oft trockenem Wetter und Temperaturen um 25 Grad wohl die wenigsten beschweren. Vor allem am Donnerstag und am Wochenende muss man auch mit einigen Gewittergüssen rechnen. Dabei werden aber längst nicht alle Regionen getroffen. Ob der Sommer auch nächste Woche noch durchhält, bleibt abzuwarten.